Abend, Leute, und herzlich willkommen zu einer Gerüchteküche-Ausgabe, welche ich ja schon viel früher gerne gedreht hätte. Allerdings war ich den ganzen Tag beschäftigt und nicht wirklich da. Von daher eben spät abends, aber besser spät abends als nächsten Tag vielleicht oder gar nicht, würde ich mal sagen. Von daher mit dem Thema heute, und zwar drei mysteriöse Bildchen. Was ist denn damit genau auf sich? Das ist das einzige Thema heute, und zwar gleich mit den ersten Bildchen. Jo, das dürftet ihr vielleicht auch schon kennen, und zwar das hier. Denn das habe ich auch schon mal in meiner Was war los Ausgabe, wenn ihr das Video gesehen habt, vergangenes Wochenende gezeigt. Und auch erst gestern im Gerüchte-Video. Und jetzt eben nochmal hier. Gerätselt ist ein bisschen eben gerüchteweise, dass dies eben möglicherweise das Top 500er Item dann beim Erntefest Ende diesen Monat dann sein wird. Es soll wieder ein Top 500 Item geben. Möglicherweise ist dieses dann eben das hier oder auch ein anderes. Keine Ahnung, man weiß es noch nicht ganz genau. Oder vielleicht ist es dann auch folgendes, und zwar Indiana Cat Returns. Hier ist nochmal Indiana Cat. Sieht auch meiner Meinung nach echt genial aus. Hier mit der goldenen Banane hier in der Hand. Allemal genial sieht das wieder mal aus. Hammer Grafik, was das dann genau ist, und das auch, was das hier. Der Stricken, was das Zeug hält, liebes Hündchen, für das nackte Schaf. Und irgendwann am Ende zu mit dem Pullover Schaf. Ja, echt genial. Nee, also, was es mit diesem Bildchen dann genau auf sich hat, keine Ahnung, weiß ich auch noch nicht. Aber ja, genial sehen sie mal alle Male aus. Zu welchem Event würden sie denn jetzt gut passen? Was kommt denn so in den nächsten Wochen, Tagen? Ja, nicht, aber Wochen. Gut, guckt man jetzt hier auf dem Eventkalender, dann sieht man eben nach den Interstallmeister Express, wo die Bildchen nicht wirklich was zu tun haben werden. Und zum Truthahnrennen, zum Truthahnzucht, würde ein Huhn auch nicht optimal passen oder eine Katze. Dann wäre noch die Fraggles da, passt auch nicht großartig dazu, geschweige denn eine Gruselnacht. Von daher würde natürlich noch mal nur noch eins bleiben, und das ist eben das Erntefest. Da könnte es irgendwas damit zu tun haben, besonders eben hier die Biber mit den Kürbis her. Vielleicht ist es Top 500 Item oder auch Indiana Cat oder auch eben hier strickt schon mal für den Winter, für den kalten, brauchen die Tierchen auch wieder was zum Anziehen. Also, mal gucken, was es damit dann genau auf sich hat. Ich bin auch schon sehr gespannt. Ich finde, die Grafiken sehen alle mal genial aus. Wir dürfen uns auf was freuen. Wie gefallen sie euch denn? Würde mich auch mal interessieren, was glaubt ihr denn, hat es damit denn genau auf sich? Rätselt doch mit. Und damit danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.